So, und da sind wir wieder. It's Sons of the Forest. I swept you off your feet, she told me. Feet. We know deep down there's no way. Feet. Throwing rocks into the lake, the bee's knees. How do we look? Let down. Sons of the Forest.exe is not responding. Wait for the program to respond. So, dann bitte aufhören, da trotzdem rumzustehen und mein Spiel zum Laggen zu bringen. Okay, ich bin drin und habe fast keine Frames. Erstmal warten, bis sich das beruhigt hat. Was? Ich gehe hier nur lang? Aha. Was war das? Keine Ahnung. Aha. Aha. Irgendeine Frau. Das war nicht Virginia. Was war das gerade im Hintergrund? Ich habe gerade gehört. Als wenn da irgendwie sowas riesengroßes wäre. So. Vielleicht kommen die hier mit solchen riesen Braunkohlebaggern an. Das ist doch nicht Deutschland. Wir wissen nicht, wo die Insel ist. Die könnte zwischen Deutschland und England sein. Bangerooge. Da war ich. Wir sind auf der Isle of Man. Zwischen Deutschland und England. Genau. Warum sind da dann Frauen drauf? Weil auf der Flagge von der Isle of Man Füße sind. Ach so. Ich glaube, das könnte ich noch weitermachen, oder? Bye, don't stop. Latte bei. So, Latte bei, don't stop. Until Gobby falls in flames. Ich hab grad gedacht, du sagst Robby faulig. Wie viel willst du heute machen? 3 oder 4. 5, wenn ich in den Flow komme. Ich weiß halt nicht. Du willst ja eventuell mit mir das komische neue Spiel schon direkt streamen. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Weil, ja, weil wir um 18 Uhr schon anfangen mit. Ja, das würde ich morgen, weil das hat doch irgendwie 30 GB zugeladen. Ich habe schon runtergeladen. Gut, ich muss es doch überhaupt noch kaufen. Ich habe es mir halt direkt gekauft, als ich zurückkam und direkt runtergeladen. Und ich hatte schon lange, bevor du mich angeschrieben hattest, runtergeladen. Das hat keine 30 Minuten gedauert. Gut. Aber ich habe auch einen guten Download. Mit dem PC. Mit dem PC oder mit dem Apartment? Mit dem PC. Ich hätte nämlich wahrscheinlich, wenn ich zu Hause bei meinem eigenen Zuhause da wäre, also bei meinen Eltern. Okay, meine FPS haben sich inzwischen beruhigt. Ich da bei meinen Eltern gewesen wäre und dann runtergeladen hätte, dann hätte ich auch besseres Internet generell. Ja. Setz mal hier hin, glaube ich. Oder? Glaubst du, es geht noch weiter? Glaubst du, das ja, das geht noch da weiter. Es geht noch mindestens bis hierhin, ja. Und von dort aus könnten wir es nach oben direkt zu unserem Lager wieder machen. Ja. Ich mache das, befestige das. Top. Until I fall in flames. Ich habe hier halt leider mit der Wohnung das Problem, dass aus irgendeinem Grund Discord scheiße ist. Ja, da kann da keine Übertragungen von Leuten gucken. Egal, was für eine Qualität die Übertragung hat. Oh. Ja, und wenn ich ein Upload mache auf YouTube, dann schließt sich Discord halt komplett. Also du kannst da nichts mehr tun.
Der ist gedodged auf dem Baum. Oder ist er von mir runtergeflogen, weil ich ihn erschossen habe? Das ist halt irgendwie schon ein bisschen... Ich bin hier runtergefallen. Gut. Schon ein bisschen sehr dämlich, dass... Dass wenn ich da irgendwas hochlade, dann einfach YouTube... ne, warte, nicht YouTube, sondern... Discord halt komplett unresponsive ist. Aber wenn ich dann halt in meinem Browser dann halt da rumguck, dann klappt das alles vernünftig. Unresponsive, wie ein gutes Jojo. Warum habe ich gerade so gehört? Ich habe aus irgendeinem Grund erst heute herausgefunden, dass das die Animation, wenn Bridget von dem Gegner weggeht, einfach wirklich Walk the Dog heißt, der Trick. Ja. Ja. Das weiß man doch. Und das Rock the Baby auch ein Jojo-Trick ist. Ja. Aber David benutzt die kein Jojo. Wohin soll es gehen, Meister? Also wir haben das hier verbunden. Das ist bestimmt meine Frage nicht. Aber okay. Frau liegt auf dem Boden. Das hat die erst gemacht, als die schon auf dem Boden lag. Nicht irgendwie so währenddessen. Folgen Sie mir. Also, ich hatte mir gedacht, wo wir jetzt schon den Weg nach dort unten halt fertig haben, das ist halt der zu dem Bunker dann. Und da hatte ich dir letzte Woche gesagt, wir machen hier so einen linken Weg, der abbiegt. Deswegen haben wir hier ja auch nochmal extra so einen Teil hingesetzt. Also dann nach oben, oder wie? Ja, hier nach oben, dann weiter und dann weiter in die Richtung da hinten. Welche Richtung da hinten? Norden, Süden, Osten, Westen? Wir gehen hier hoch und dann nach rechts. Hier hoch? Ich dachte hier hoch. Wie hier hoch? Ja, hier, wo die Balken sind. Nö, da müssten wir dann nachher trotzdem noch über den Fluss rüber, ist doch doof. Warum ist denn hier auch ein Balken? Weil du dort stoppst. Richtung ist ein Balken. Ja! Hä? Weil du dort stoppst, das macht doch gar keinen Sinn, wenn du da keinen Balken hin tun würdest. Hä? Das macht doch keinen Sinn, wenn du den hier hin tun würdest. Wir gehen von hier aus ab, gehen da hoch. Heißt, die rechte Seite da, von mir aus gesehen, ist ja dann die Seite, die hier am besten dann hinkommt. Oder nicht? Yes. Ich bin kein Ingenieur. So ein Architekt. Ich bin trotzdem kein Ingenieur. Ingenieur. She told me. Oh, das sieht aber auch cool aus von hier oben. Mal, wie weit das dauern würde, wenn man von hier aus dann weiterlaufen würde, zu der Base zu kommen. Welchen Charakter wirst du dann gegen ihn spielen? Musst du dann einen spielen, den du nicht kannst? Ich kann ja beides mal zeigen. Ich kann ihm ja erstmal zeigen, wie das aussieht, wenn ich ernst mache. Am besten dann aber das gegen mich, damit du weißt, wie. Ein bisschen höheres Match aussieht. Nicht hoch, aber ein bisschen höheres höher. Match. Das ist, ja. Das ist zu hoch für deinen geringen Geist. Ich meine. Dick, das ist zu hoch für seinen Controller. Wir lassen den Kontext aus der Konversation einfach mal raus, ne? Ja. Glaubst du, der wird das jemals anfangen, mehr zu spielen, so wie wir?
Ich meine, wir haben halt den Vorteil, dass wir da jemanden haben, der in etwa auf unserem Level ist, wodurch wir uns dann immer besser machen können. Ja. Der hat den Nachteil, dass der, ja, manche Leute würden es zwei linke Finger nennen. Hat eigentlich jeder, aber. Ich wollte gerade sagen, ja. Meinst du zwei linke Finger? Zwei linke Finger am rechten, an der rechten Hand. Am rechten Daumen. Was soll ich denn dann gegen den spielen vielleicht heute? Potemkin? Buster? Nee. Keine Ahnung, ich spiele irgendwie Johnny gegen den oder so. Ich habe irgendwie letzte Nacht geträumt, dass ich aus irgendeinem Grund Angie gespielt habe. Ja, kannst du doch mal machen. Das ist witzig. Nee. Nee, ich mag das Design von dem nicht. Eins von den wenigen Designs, die ich nicht mag. Weil der so einen Oberkörper hat. Lesbisch. Und? Ich Aber was bin. meinst du mit der hat so einen Oberkörper? Hä? Der hat so einen Oberkörper. Ich bin B, was willst du? Was? Bin B oder eigentlich noch weiter als das, keine Ahnung. Wärst du nicht eigentlich, wenn man Was hast du hier gemacht? einmal auf Versehen zu weit? Das hier oben brauchen wir ja eigentlich nicht, ne? Ja, wie gesagt, einmal auf Versehen zu weit. Aber wenn man MB ist, ist man nicht eigentlich immer hetero, wenn man, zumindest wenn man nicht, aus irgendeinem Grund spezifisch nicht MB-Leute mag. Ein Hetero heißt ja anders. Ich bin Omni. Omni oder Pan? Naja, ich will keine Objekte. Pan? Se sexuelle Attraktion an der Persönlichkeit, nicht am Geschlecht? Mag Persönlichkeit. Oder Pan, der Gott der Natur. Die Hitlertour? Gott der Natur. Ist der dann als Rapper Panem? Keine Ahnung, in Percy Jackson ist der tot. Es sind viele Götter. Ist nicht mal Nicht falsch, in Percy. bestimmt. Nee, nicht in Percy Jackson. Oder in Lore von sowas. In Percy Jackson ist die Lore, hey, Gott kann nur sterben, sobald niemand mehr an den glaubt. Also halt wirklich gar niemand. So ein Jato oder was? Also, oder nicht gar niemand, aber fast niemand. Sagen wir halt niemand, nicht mehr genügend Leute das, wofür der Gott stirbt, praktiziert. Oder sich darüber kümmern. Ja, Also beim dann Pan. ist er einfach so der Gott der Masturbation und wäre es einfach der Beste. Wenn sich viele Leute darum kümmern, heißt das nicht, dass die dadurch mächtiger werden. Das ist nicht. Wir sind ja nicht bei Chainsaw Man. Ist auch überhaupt nicht gruselig hier mit den Buddies. We could use that. You can handstand. And sharpen our teeth with this one. Ich find's immer noch so dumm wie im Gollum-Spiel. Ja, du kannst den Ork nicht erwürgen, weil der hat einen Helm.
Ich meine, der hat auch eine Rüstung. Aber nur der Helm ist relevant. Wenn die eine Rüstung haben und keinen Helm, dann kann man die erwürgen. Aber wehe, der hat einen Helm. Selbst wenn der nicht mal den Hals in irgendeiner Form beschützt. Ich habe drüber nachgedacht, ob ich nicht vielleicht irgendwie mal den Wurm da probieren geht, die Gier. Also Limitches. Ja. Und das dann einfach mal in so ein Video reinpackt und zusammenschneidet und dann, keine Ahnung, irgendwelche dämlichen Jokes da reinpacke, wie zum Beispiel die Kai-Kiste. Das ist dann so ein Online-Format von Kai, dass der da irgendwie eine Kiste hat und dann öffnet die sich und dann sieht man da so sein Gesicht und dann sieht man da drin aus irgendeinem Grund dann Excel drin und dann Out of the Box! Dann geht er da raus. Gut. Das habe ich mir bei der Arbeit gedacht. Gut. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir bei D&D kommen werden. Wahrscheinlich nicht weit, aber ich bin jetzt ziemlich OP. Ich kann mich teleportieren, ich kann endlich auch Sachen anpacken, ich bin nicht mehr behindert. Ja, willst du sagen, dass jemand, der keine Arme hat, aber Prothesen nicht mehr behindert ist? Nicht mehr Hilfsmittel, so, aber. So hart. Ich meine, die einzige Person, die ich kenne, die. What the fuck? Nimm mir das halt aus der Hand! Hä, ja, das lag auf dem Boden. Mir lag es in meiner Hand. Die einzige Person, die ich kenne mit Prothesen, die hatte mal gemeint, ohne das kann ich doch viel besser. Gut. Konnte der wirklich? Ich hatte mal bei der Arbeit einen Typen, der hatte einen Rollstuhl. Cool. Und ich meinte immer, wenn der irgendwie. Also, wir haben immer blöd miteinander geredet und ich meinte dann immer, dass wenn er weiterhin blöd ist, dann schiebe ich den in den Berg runter und lasse ihn allein wieder hochfahren. Also, der Typ, den ich da kannte, der war richtig gut in Kampfspielen aus irgendeinem Grund, obwohl der da halt nur. Eine Hand hatte und das andere war halt so ein Stumpen. Ja. Und damit hat er trotzdem solche Kassenkombis gemacht. Hatte der solche Fußpedale? Nö. Oh. Der hat mit einem normalen Controller von mir gespielt. Ha. Oh. Was für ein Spiel? Mogen. Gut. Habe ich halt öfters dort mit den Leuten gespielt in der Ausbildung. RuneScape. Bist du schon hinten angekommen bei unserer Basis? Nö. Ich mache gerade nochmal, damit es nicht leer steht. Am Ende dann halt verbinden oben mit dem Wehrgang da, ne? Okay. Und bei welcher Basis geht es da gerade überhaupt hin? Sternbasis? Ja. Okay. Weißt du doch. Da ist doch nichts anderes als die Steinbasis, wenn man da weitergeht. Ja, keine Ahnung, vielleicht willst du ja, dass ich vorbeilaufe und fucking zur ersten Basis gehe, zur Turmbasis. Ich meine, du machst das erstmal verbunden oben mit dem Teil und dann noch einmal dran vorbei, weil dort ist auch noch mal was. Also links dran vorbei. Ich gehe da gleich mal eben hin, sobald ich hier Holz reingetan habe. Das besser darstellen kann. Warum sagt Bob der Baumeister eigentlich auf Englisch, können wir das wieder
aufbauen. Can we fix it? Time expired. Die Folge ist vorbei. Warum sagt der nicht wie im Deutschen, können wir das schaffen? Das macht doch mehr Sinn. Can we do it? Obama! Obama, can we do it? Der ja. Stellt nicht irgendwie was fest. Der fragt, ob er das kann. Können wir das legal? Bis zur nächsten Folge. Tschüss.